liebe Genossinnen und Genossen, werte Kollegen vom DGB, von den Gewerkschaften, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin auch hauptamtlicher Gewerkschafter, deswegen der besondere Gruß nochmal an die Adresse. Ich freue mich, dass ihr auf unsere Parteitage kommt, dass ihr die Diskurse auch eingeht mit uns und dass wir da gemeinsam im Sinne aller vorangehen. Wir machen das im Übrigen in Thüringen genauso, das will ich dazu sagen. Wenn man in Thüringen unterwegs ist, in Sachsen unterwegs ist, Entschuldigung, ich bin in Pirna geboren, das ist die Region, wo diese SSS herkam, diese Skinhead Sächsische Schweiz. Das hat mich eine ganze Weile befasst, weil meine Oma da gewohnt hat. Jetzt war ich gestern in Großschönau, das ist Richtung Ostsachsen, und die ersten Fragen, die mir dort begegnet sind, von jungen Leuten, von jungen Gewerkschaftern, die ich da getroffen habe, war: Mensch, du kommst aus Thüringen, was ist denn das mit dieser NSU? Also das ist so ein bisschen, begleitet es dann einen auch durch die Bank weg. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und seit 15 Jahren habe ich sozusagen immer das Problem gegenwärtig, dass entweder Nazis irgendwo unterwegs sind auf der Straße, Leute zusammenknallen oder eben NPD und andere mit ihren, ich sag mal tatsächlich auch bitteren Ansätzen, die sie da verbreiten, dann in Parlamente gewählt werden. Jetzt will ich nicht das Bild zeichnen, sozusagen Sachsen, Thüringen und diese Querverbindung, darum geht es mir letztlich nicht. Aber Rico hat mich gebeten, wenn ich schon was sage, dass ich zumindest noch mal auf ein paar Sachen hinweise. Das würde ich gern tun, aber ich möchte zuerst darauf hinweisen, dass ich aus einem Bundesland komme, in dem die Ministerpräsidentin einen Mindestlohn fordert und wir als Linke im Parlament sitzen, auf den Zeitpunkt warten, wo sie dieses Gesetz endlich einbringt, sodass wir es tatsächlich beschließen können, liebe Genossinnen und Genossen. Die zweite Botschaft, die auch der Landesvorstand mich auch gebeten hat, hier nochmal deutlich zu machen: Wir haben ja überall diese Diskussion, rot-rot-grüne Bündnisse, auch hier ist es jetzt angeklungen und auch hier sind Vertreterinnen und Vertreter, ich habe jetzt mitgekriegt, der Generalsekretär der SPD und ein Vertreter der Grünen, ich habe es jetzt nicht so genau, Landessprecher, Entschuldigung, ich bin da nicht so firm drin. Ich finde, das muss man an der Stelle immer wieder verdeutlichen, diese gemeinsame solidarische Arbeit, die ich kenne, immer auf der inhaltlichen Grundlage. Nicht die Person oder sowas, sondern immer auf dieser inhaltlichen Grundlage. Das ist das, was die Linke und was auch die anderen dann in den Bündnissen und Bewegungen vorangebracht hat, liebe Genossinnen und Genossen. Lasst uns das genauso weitermachen. Im Kern kann man dann den nächsten Schritt machen. In Erfurt haben wir jetzt mit dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister gemeinsam mit den Grünen und der SPD haben wir ein gemeinsames Bündnis geschlossen. Und ich kann euch sagen, das hat 4 Jahre gedauert, bis wir tatsächlich inhaltlich auf der Ebene waren, wo wir wirklich festschreiben konnten, wo wollen wir gemeinsam hin. Aber das Ergebnis des Ganzen ist, dass die CDU und die FDP in Erfurt nicht mehr mitregiert und auch keine Beigeordneten mehr stellt, liebe Genossinnen und Genossen. Die Zeit muss man sich nehmen, damit man die dann auch endlich mal da rausdrängt. Jetzt kommt der schwierigere Part, wenn man von einem Parteitag steht. Ihr kriegt es alle mit, wenn ihr Twitter, Facebook lest und die Accounts von Martina Renner, von Katharina König und so weiter mitverfolgt, seht ihr, was quasi da passiert ist, was vor allem diese drei Leute, deren Umfeld ja letztlich auch das große Problem ist. Also wir haben ja immer diese Diskussion, sage ich gleich was zu, Verfassungsschutz als versagendes Element oder Verfassungsschutz auch Staat als aufbauendes Element von Neonazi-Strukturen. Aber eins, liebe Genossinnen und Genossen, dürfen wir nicht machen. Diese Debatte kann ablenken davon, dass das Problem in der Mitte, das ist das, wo Jesse hier, der kommt, glaube ich, von hier, immer wieder spricht, immer von diesem Hufeisenmodell spricht. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, die Gesellschaft in sich hat ein Problem. Die ist durch und durch, ich überspitze es etwas, fremdenfeindlich und dem Fremden immer negativ eingestellt. Und das liegt daran, dass teilweise auch die soziale Situation so beschissen ist, entschuldigt den Begriff, dass man eben gar nicht mit den Fremden zusammen sein will, weil man sich selber erstmal darüber erheben will, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist das Problem. Da müssen wir wirken, auch als Partei. Zu den anderen Dingen kann man alles nachlesen. Es gibt eine interessante Sache. Es gibt ja einen Innenminister in Thüringen, Herr Geibert, der ungeschwärzte Akten nach Berlin schickt. Wir sagen, das ist richtig, wir wollen klar da die Namen benennen, aber es gibt jetzt eine Sache, die in Thüringen passiert ist, da kann ich mir nur noch an den Kopf greifen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Katharina König, das ist die Abgeordnete, die auch in dem NSU-Untersuchungsausschuss sitzt, ist zu Hause, und ich dachte, das gehört der Vergangenheit an,
kam ein junger Herr mit Mütze vorbei, klingelte, stellte sich vor als Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz und hat ihn gebeten, entsprechende Informationen aus der Partei Die Linke und aus linksextremen Kreisen, ich sag's mal so, ihm da öffentlich zu machen, beziehungsweise um ihn anwerben zu können. Dieser junge Genosse hat genau das Richtige gemacht und da muss man auch immer wieder darauf hinweisen. Er hat gesagt, er muss jetzt los, ist runtergelaufen, hat geguckt, wo der Mensch in das Auto einsteigt, hat eine kurze Notiz gemacht, hat es der Fraktion gegeben, sodass es jetzt beim Innenminister vorliegt. Und da kann ich nur sagen, brauchen wir schonungslose Aufklärung, liebe Genossinnen und Genossen. Das kann nicht sein. Wir sind eine demokratische Partei, wir sind in den Parlamenten und wir gehören einfach nicht überwacht. Und ich finde, dass das, was da jetzt an Forderungen auch da ist, es gibt eine wesentliche Forderung, die sollten wir weiter vortragen und immer wieder deutlich machen. Das, was da an Versagen stattgefunden hat, muss heißen, dieser Verfassungsschutz gehört aufgelöst. Wir brauchen keine Geheimdienste, liebe Kolleginnen, liebe Genossinnen und Genossen. Ein letzter Gedanke sei mir noch gestattet. Der Kamerad, ich bin auch in der VVN-BDA, hat es angesprochen. Wir diskutieren seit langer, langer Zeit, und das passt auch so ein bisschen zu dem mit der Mitte der Gesellschaft, wir diskutieren seit langer, langer Zeit dieses NPD-Verbot. Da kann man ja fast schon so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und fragen, ja, wann machen Sie es denn endlich mal? Eine wesentliche Botschaft von mir soll heute auch nochmal sein, wir dürfen uns nicht nur, auch wenn die NPD verbotswürdig ist und das mit der Mitte der Gesellschaft auch ankommen muss, dürfen wir uns nicht nur darauf beziehen, die NPD als Partei zu verbieten, das ist das eine, sondern wir brauchen endlich einen kräftigen Schlag zwischen diese ganzen Kameradschaften und diese ganzen anderen Strukturen, liebe Genossinnen und Genossen, die im Wesentlichen das Problem für die Leute auf der Straße dann auch darstellen. Damit wünsche ich dem Parteitag ein gutes Gelingen, gute Diskussionen, viele Diskurse. Und eins sei mir noch gestattet, ich bin zum ersten Mal auf einem Landesparteitag in Sachsen. Ich habe es gerade der Genossin gesagt, ihr seid großartig, ihr habt eine Twitter-Wall, und andere Dinge, von euch kann man auf jeden Fall was noch lernen.